Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wenn wir uns anschicken und wir bereiten uns seit Wochen darauf vor, in wenigen Tagen die großen Mysterien unserer Erlösung zu begehen, mitgenommen zu werden von Christus in diesen Weg der Erlösung, weshalb wir uns in diesen Wochen reinigen, uns innerlich stimmen und aufmerksam machen wollen, dass diese Woche, die vor uns liegt, nicht einfach vorbeirauscht und wir sagen, naja, ist das auch wieder vorbei, zwar Ostern, sondern dass sie uns prägt, dass sie uns immer mehr prägt und hinzieht zu unserem eigentlichen Ziel des Lebens, zum ewigen Ostern. Dann helfen uns die Texte, die wir heute gehört haben, selbst in ihrer Komplexität und in ihrem nicht leichten Verständnis. Sie helfen uns, auf dieses Ziel zuzugehen. Wir sehen das an diesem Streitgespräch, das Jesus mit seinen Zeitgenossen, mit seinen jüdischen Glaubensgenossen führt und zu führen hat. Und dieses Streitgespräch wird noch einmal ausgeleuchtet mit dem 17. Kapitel aus dem Buch Genesis, wo Gott wieder und wieder auf dieser Verheißung an diesen Abraham, an diesen zunächst kinderlosen Abraham, wo er auf dieser Verheißung insistiert. Der Abraham wird zu einem Abraham, einem Vater der Menge, wie uns die Heilige Schrift diesen Namen erklärt. Ja, wir werden sagen, der liebe Gott hat Humor. Das hat doch die Frau Sarah gedacht. Der liebe Gott hat Humor, Vater der Menge. Diese Frau mit einem gesunden Menschenverstand wird sich gedacht haben, der Alte hat mal wieder komisch geträumt. Oder wir können auch sagen, nicht gut geschlafen. Vater der Menge. Wir haben noch nicht mal ein Kind, ein eigenes. Wo soll denn da eine Menge herkommen? Vom Himmel fallen oder was? Ja. Schaut euch die Sterne des Himmels an. Damals konnte man die noch besser sehen. Unzählbar wird diese Menge sein. Wir wissen, wie das weitergeht. Aber wir wissen auch, wenn wir jetzt hier im Evangelium ankommen, ist das die Menge, von der Gott gesprochen hat, Abraham gegenüber? Das Volk Israel? Einzig allein die Juden? Ist die Menge nicht dann doch sehr begrenzt, überschaubar? Durch alle Grausamkeiten auch der Geschichte hindurch, übrigens auch vor dem Christentum, aber auch dann mit dem Christentum? Ist nicht genau das der Punkt, um den Jesus hier kämpft, dass die Verheißung Gottes sich nicht eingrenzen lässt? Und wenn wir im eucharistischen Gebet, in einem zumindest, Abraham unseren Vater nennen, dann wird deutlich, worauf es Jesus ankommt. Und das spüren seine Zeitgenossen. Die sind nicht einfach nur schlicht bösartig, wie wir vielleicht vorschnell denken. Sie kämpfen um etwas, sie kämpfen um das Ihre. Wir sind doch die Kinder Abrahams. Wieso soll es da noch andere geben? Jesus kämpft dafür, dass die Verheißung Gottes nicht eingegrenzt wird. Denn es ist Gott, der verheißt. Und er verspricht, seine Verheißungen wahrzumachen. Wir sind heute übrigens mitten in einem gleichen Problem. Wir merken es nur nicht. Oder wir sind oft genug so, dass wir uns für dumm verkaufen lassen. Wenn wir im Moment in unserem Land, wenn die Maßgabe ausgegeben wird, nein, es ist nicht mehr so, dass die Kirche zu irgendwem zu gehen hat und ihr etwas zu sagen hat. Natürlich, sie hat es nicht, oder es gab Zeiten, da hat sie das nicht besonders glücklich gemacht. Wissen wir alle. Sie hat sich ein bisschen blöd drangestellt. Ja, da arbeiten auch Menschen und wirken in ihr. Aber es geht um die Verheißung Gottes. Da kann man sich noch so blöd dranstellen. Die kann niemand eingrenzen. Es kann sie niemand verhindern. Und wenn dann heute Beschlüsse gefasst werden und Papiere gedruckt werden, wo wir sagen, nein, die Kirche hat den Menschen nichts mehr zu bringen. Im Gegenteil. Die Menschen, wir nehmen sie, die Menschen und die Welt so, wie sie sind und wie sie nun einmal ist. Und dann gucken wir mal, was für eine interessante Begegnung stattfindet.
Liebe Schwestern und Brüder, solche Ansätze können sich auf alles berufen. Das mag gut überlegt sein, nett gedacht und noch besser gemeint. Im Sinn des Evangeliums ist es einfach Unsinn. Denn es stiehlt die Verheißung, das eigentliche Versprechen Gottes. Abraham, diesen urtümlich Glaubenden, darauf werden wir gleich noch einmal schauen, was das heißt, zum Vater der Menge zu machen, unzählbarer Völker zu machen, eben nicht nur eines Volkes. Man kann das in der Geschichte des Christentums sehen. So, und jetzt, wo wir saft- und kraftlos sind, außer dass wir viel Geld haben, sonst haben wir ja schlicht nichts mehr, jetzt kappen wir die Verheißung Gottes. Welch ein Irrsinn! Welch ein Irrsinn! Ob uns bewusst ist, wirklich bewusst ist, was wir da tun, als ließe Gott sich von uns oder von einer sterbenden deutschen Kirche Vorschriften machen, wie seine Verheißung anzuwenden ist. Man weiß gar nicht, ob man lachen oder weinen soll. Abraham lachte, denn er sah den Tag Christi. Er freute sich. Er weiß, dass Gott seine Verheißungen wahr macht. Deshalb ist Abraham ein so tief, urtümlich Glaubender, weil er in seinem eigenen Leben, in seiner eigenen Existenz diese Verheißung nicht in allen Punkten erfüllt sah. Das ist das Eigentliche des Glaubens. Wir denken immer, jetzt bitten wir Gott oder Gott hat auch etwas versprochen und wenn Gott sich selber ernst nimmt, dann muss das hier und jetzt und in unserer Lebenszeit muss das alles umgesetzt werden. Wir müssen das alles sehen können, wir müssen es messen können und wir müssen es erlebt haben. Nein. So ist das nicht mit Gott. Wir können das nicht nur an Abraham. Wir können das an vielen Schicksalen, an vielen Lebenswegen, aus denen wir die Wege Gottes herauslesen können. Auch an dem Weg, der vor uns liegt, wenn wir den Weg Jesu mitgehen. Auch daran können wir es erfahren. Als Jesus die Jünger verlässt, nachdem er am letzten Abend, wir werden das heute in einer Woche lesen, ausführlich und seine Stimme hören, den Jüngern vorgesprochen hat, ins Herz gesprochen hat und sie da nur ganz verdattert sitzen, wissen wahrscheinlich gar nicht, worüber der eigentlich spricht, weil er weiß, dass es sein letzter Abend ist. Als er dann in den Himmel geht nach Ostern und ihnen den Geist verspricht, was ist da erfüllt? Wo ist da die Menge? Ein paar Verängstigte, die oben in einem Zimmer eingeschlossen sitzen aus Angst vor den anderen. So beginnt es, auch nach Ostern. Wie bei Abraham, der kinderlos war mit seiner Frau Sarah. So beginnt Gott offenbar immer. Aber an der Verheißung, an seinem Bund, zu dem er uns einlädt, müssen wir festhalten, selbst in den Situationen, die uns ganz ausweglos erscheinen, die uns zur Verzweiflung treiben, wo wir nicht sehen, wo ist jetzt der nächste Schritt? Wie kann das überhaupt noch etwas werden? Wie kann es weitergehen? Wo ist da Zukunft? Wenn wir wie Abraham, wenn wir wie die Jünger mit der Mutter Jesu an der Verheißung, an dem Bund Gottes festhalten, dann ist immer Zukunft. Es ist nicht irgendeine abstrakte Hoffnung, es wird schon irgendwie, sondern es ist Gott, mit dem wir es zu tun haben. Seine Wege sind unergründlich, aber seine Wege führen immer, immer, wenn wir uns auf ihn verlassen, ins verheißene Land, wie er schon Abraham versprochen hat.